Na, anyways. Was? Nein, ich will die nicht umbenennen. Ja, okay. Gott, warum habe ich die Türen nicht zugemacht? Scheiße. Warum habe ich nicht vorher auf Dünger geachtet? Alter, ich will doch da nur. Sehr großzügig von dir. Auch darum müssen die Ziegen weg. Ach, die große Düngeparty. Unglaublich. Die Vogelscheuchen stehen alle noch. Naja, gut, dann muss ich mir darum keine Sorgen machen. Das ist ganz angenehm. So und so und so und so. Und so. Und ja, es geht aber von der Menge her. Also so viel fehlt nicht an Dünger. Also wir hätten vielleicht noch so 50 mehr gebrauchen können, aber. Ach, guck mal, hier unten geht das fast genau auf. Einer fehlt, aber das ist okay. Und dann fehlen hier in der Tat ziemlich genau 50, ne, 48 fehlen. Mit dem einen, der da fehlt, ja, dann, ja doch, 50 ziemlich genau. Da oben, ja, dann sind es exakt 50, die fehlen. Aber das ist okay, damit kann ich leben. So, wir packen jetzt hier auf jeden Fall erstmal den Rare Seed hin. Hier oben wird so ein bisschen die Mischecke. Hier kommen auch die Beats mal hin. Haben wir noch irgendwas Besonderes? Die Pumpkins. Die Pumpkins kommen auf jeden Fall mal hier so hin. Die kriegen irgendwie ihre eigenen Sprenkler. Gott, es wird schon dunkel. Fuck. So, und dann machen wir jetzt die große Cranberry-Pflanzparty. Ah, shit, 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 shit. That Pac-Man-Feeling. Mist. Das ist echt so ein bisschen Reverse Pac-Man, was ich hier gerade mache. Das geht aber noch relativ zügig, das passt. Wir müssen natürlich aber auch noch gießen, das dürfen wir nicht vergessen. Zum Glück müssen wir nicht alles gießen. Ja, okay, ich glaube, ich habe ein paar viele Cranberry Seeds gekauft. Naja, haben wir noch so 88 über, das passt schon. So, aber zum Glück können wir jetzt ja mit der goldenen Gießkanne auch die volle Kannen-Action machen. Müssen uns nicht mehr ganz so viele Sorgen machen. Ach ja, traumhaft. Wenn es jetzt nur nicht so dunkel werden würde, ne? Das wäre schön. Gleich sehe ich gar nichts mehr. Fuck. Mist, das war so auch nicht geplant. Das ist okay. Ah, das geht zeitlich aber noch. 22 Uhr. Alles machbar. Warum? Ach fuck, das ist gar nicht der Teich, den ich wollte. Na, warum ist der Teich, den ich brauche? Ah. Komm, mach voll das Dinget. Es wird spät. So vor allem. Jetzt wird es interessant zu sehen, was gewässert ist und was nicht. Das wird spannend. Gott, das ist noch voll viel. Ich dachte, das wäre weniger.
Shit, da wollte ich eigentlich länger gedrückt halten. Egal. Ah, es geht aber. Also vielleicht wird es kurz nach 12, aber das passt schon. Ist natürlich auch der Nachteil, dass wir heute auf jeden Fall Seeds kaufen mussten, weil man im Gegensatz zu den Starfruits ja alle Seeds von heute oder alle Seeds für den Herbst. Oh fuck, wir haben fast keine Energie mehr. Alle Seeds von heute auch erst heute kaufen konnte und nicht schon im Vorfeld in der Wüste. So, was haben wir jetzt? Wir sind schneller und haben mehr Luck. Ja, naja, gut. Schneller ist in der Tat ganz praktisch. Warum gehen die scheiß Tiere eigentlich nicht in den Stall zurück? It's getting late, ja, ja. Ich mach da jetzt zu, ne? Wenn die draußen pennen, ist mir egal. Sag jetzt nicht, die konnten da nicht rein, weil da Gras vorwächst. Die ja locker wegfressen können. Alright, ich hoffe, wir haben alles gemacht, an alles gedacht. Wird schon irgendwie passen. Hoffentlich. Boah, das war ein bisschen anstrengend, aber wir gehen jetzt erstmal pennen und dann wird morgen hoffentlich alles schön. Bei Tageslicht sieht das alles wieder ein bisschen besser aus. Hoffentlich. Wow, mächtig viel Geld gescheffelt. Traumhaft. Was denn eigentlich? So, es gibt auf jeden Fall eine Sache, die wir heute ganz dringend machen müssen. Nämlich Post lesen. Ein Kofferbarren. Naja. Danke. Ich weiß auch das zu schätzen, aber naja. Was ich jetzt hiermit mache, weiß ich auch noch nicht. Ist das gegossen? Das sieht alles so hell aus. Wird schon, ne? Ich kann ja mal. Naja. Okay. Ja, okay, hier sieht man auch den Kontrast ein bisschen. So, die Damen und Herren. Der Hase ist ja vielleicht ein Herr. Die Enten sind ja auch irgendwie beides, haben wir festgestellt. Gott, wie viel hier los ist, ne? Darf ich wieder raus? Dankeschön. So, ihr dürft in der Tat auch raus. Und Käse, ja. Alles klar. Zack, zack, zack. Das geht alles klar. Einmal den Eimer. Und melken. Inventar voll? Wirklich? Ist ja ungeil. Na, wenn das so ist. Nippelchen ist leer. Zarathustra, Alter, der Name. Warum habe ich das gemacht? Ah, ich kann das Schaf scheren. Okay, kann ich das jeden Tag? Deswegen sieht das vielleicht auch so fett aus. So, habe ich jetzt eigentlich alle Ziegen begrapscht? Bin mir nicht sicher. Nein, hab ich noch nicht. Okay, dann müssen wir bei Marni auf jeden Fall mal... Ah, scharfe Scheren ist dann bestimmt auch, weil er oben stand, wa? Warum bist denn du eigentlich da draußen? Was machst denn du schon hier? So, nachts nicht pennen gegangen. Bier. Juhu. Weg damit. So, die Seeds kommen. Ich weiß gar nicht, wo packen wir die hin? Die packen wir erstmal hier mit hin. Warum? Ich bin nicht auch so ein bisschen verpeilt, ne? Aber nur so ein bisschen. Okay.
ganz ehrlich, ich möchte gerade gar nicht so sehr über die Farm nachdenken. Wir haben wichtigere Sachen zu erledigen. Wir müssen nämlich ganz dringend bei Clint diese Geode aufhauen lassen. Das ist enorm wichtig. Macht euch keine Vorstellung davon, wie wichtig. Wenn nicht Upgrade-Tools. Oh, guck mal, da ist doch mal. Auf jeden Fall was Neues drin. Nice. Hi, Penny. Ging auch nichts für. Schade. Penny, knock knock Penny. Wie haben denn die Leute im Herbst eigentlich Geburtstag? Am 5. hat L. Oh, heute hat Penny Geburtstag. Na, wenn das so ist, dann kriegt die ausnahmsweise mal einen Diamanten. So, Penny, wenn du uns jetzt nicht geil findest, dann kann ich dir auch nicht helfen. So, dritte Freundin am Start. Nice, würde ich sagen. Nice. Oh, aber hallo. Aber hallo. Gleich richtig am Start. Okay. Maru ist auf jeden Fall zu Hause, okay. Ach so, aber das ist erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir diese Karre nehmen, dann zum Busstop gehen, dann auf das Pferd steigen und dann abreiten. So, da Maru aus dem Sassima am Start ist, machen wir das eben gleich nochmal. So, da müssen wir hinten rumgehen, ne? Harvey ist natürlich nicht da, warum auch? So, find die geil. Wie geil findet ihr uns denn jetzt? Wo ist sie denn? Na, in dem Fall. Ja, gut. Damit haben wir jetzt alle. Nee, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt alle Single-Frauen am Start, außer Caroline. Außer Hayley. Aber Emily ist ja auch noch Single inzwischen. Es ist so falsch einfach. Es ist so falsch. Aber dann kriegen wir bestimmt demnächst noch irgendwo Events. Jody, nee, Jody ist mir leider wurscht. Wir müssen mal woanders hin. Wir müssen mal definitiv hier hoch. Das ist gerade ganz wichtig. Aus Gründen. Hab nämlich gehört, dass hier im Bulletin Board so Sachen fehlen. Wie das da. Und wie das da. Wir haben das Gemeindehaus komplett. Fuck yeah. Dafür kriegen wir Friendship. Was auch immer Friendship bringt. Und 5 Goldbarren, das finde ich okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das letzte Paket. Mach's gut, Roger. Lebe wohl. Bye. Okay, thanks, bye. The animals have returned to the spirit world. Krass. Dann ist jetzt wohl das Gemeindehaus komplett. Nice. Alter. Jetzt weiß ich, was mit Friendship gemeint ist. Alles klar. Holy shit. Reicht aber weder bei Elliot noch bei Harvey. Schade eigentlich. Krasses Ding. Oh, sieht es von draußen auch viel hübscher aus. Nice. Die Uhr geht.
Wie geil ist das denn? Die zeigt sogar die richtige Zeit an. Die zeigt die Ingame-Zeit an. Wie super ist denn das bitte? Das finde ich richtig geil. So kleine, sinnlose Details, aber ich finde das super. Oh. Lea möchte Seaweed. Na, das sollten wir wohl hinkriegen. Falls wir Lea jemals wiederfinden. Das machen wir mal morgen. Wo lumpt denn Harvey eigentlich schon wieder rum? Es ist unglaublich. Der Typ hängt nie darum, wo er soll. Ah, da ist er. So, Harvey, kriegst jetzt einen Wein, ob du willst oder nicht. Wenn wir ein Achievement kriegen. Yes, das habe ich gehofft. Du möchtest also was Ernsteres? Oh, das sehe ich genauso. Ship it, baby. Ship it. Ich bin ziemlich nervös. Bist du nicht auch? Mein Freund Harvey. Großartig, Abigail. Du kriegst auf jeden Fall Kürbisse demnächst. Ganz viele. Bis dahin musst du dich mal mit diesem ranzigen Käse zufrieden geben. Hier. Bitteschön. Also wenn wir jetzt nur Elliot an den Start kriegen. Aber ich habe nichts Tolles für Elliot, oder? Lobster oder Duckfeather halt, haben wir beides nicht. Nö. Ich muss mal eine Umfrage machen. Ach Mist, das ist das falsche Werkzeug. Und wir hätten einen Lobster haben können, eventuell, wenn ich daran gedacht hätte, diesen Scheiß nachzufüllen. Habe ich aber nicht, weil ich ein Idiot bin. Aber vielleicht, was steht denn da noch so? Wo ist er denn? Da. Na, Käse. Naja. Vielleicht ist er ja zu Hause? Nein. Ist er nicht zu Hause? Ah, noch ein Dried Starfish. Den hatten wir aber schon. Verkaufen wir dann wohl, oder? Können wir sonst nichts mehr machen? Der zählt ja noch nicht mal als Fisch. Können wir nicht mal Dünger draus machen? So, wir reiten mal hier lang zurück. Vielleicht finden wir Elliot ja hier irgendwo. Gott, Event! Mit Penny! Oh, Roger! Perfektes Timing! Was? Ich habe die Kinder einfach auf einen kleinen Ausflug mitgenommen. Hier raus auf ins Land und so. Und du weißt doch alles über das Leben auf dem Land, oder? So, also ich habe nachgedacht und ich habe gedacht, du könntest vielleicht heute unser Gastredner sein. Natürlich, ich würde es lieben, euer Gastredner zu sein. Großartig. Lass mich nur kurz die Kinder herrufen. Hey, Kinders! Entschuldigung. Jess, Vincent, may I have your attention, please? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. I have a very special guest here. Also ich habe heute wen ganz Besonderen eingeladen, nämlich den örtlichen Farmer Roger, den ihr auch noch nie gesehen habt in diesem kleinen Kackdorf. Entschuldigung, die kennen mich doch. Kann mir irgendjemand sagen, was natürliche Ressourcen sind? Wie sie abwedeln. Jess? Eine natürliche Ressource ist ein Material. Was? Ach so. Eine natürliche Ressource ist eine Materialquelle. Das eben natürlich vorkommt. Ja. Und einen ökonomischen Wert hat. Sehr gut. Das sind 2 Sternpunkte, Jess. Yes! Okay, now let's... So, jetzt unsere volle Aufmerksamkeit auf Roger.
Gott, ich werde heiser. Oh, the country life is all about farming. Oh, the country life is all about gathering from the wild. No, it's more about farming. The valley soil is ideal for growing delicious vegetables. Ja, ich habe zwar eher die Animal Specification, aber ganz ehrlich. Ja, Vincent? Farmer Roger, wenn ich dein Gemüse esse, werde ich dann groß und stark, so wie mein Bruder Sam? Er ist so stark. Ich habe ihn. Ich habe gesehen, wie er Miss Penny einfach hochgehoben hat. letzte Nacht, als sie in einen Baum rumgeklettert sind. Aha. Vincent, das ist nicht gut, so Tratsch zu verbreiten. Nun, das reicht dann wahrscheinlich für heute. Nun, kommt, Kinder, geht spielen. Aha, du und Sam also. Bin ich jetzt also abgemeldet? Ich glaube, wir müssen sprechen. Ja, es ist, die Kinder machen ziemlich viel Arbeit. Die Kinder sind aber nicht gerade das Thema. Miss Penny, soll ich dich auch mal in den Baum heben? Aber es macht mir wirklich nichts aus. Ich mag's, ihnen zuzugucken, wie sie lernen. Und, ach ja, hoffentlich werden sie irgendwann gute erwachsene Leute. Können wir bitte beim Thema bleiben? Would you ever want to be a parent, Roger? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Absolut, ich möchte eine große Familie. Ich schätze schon, das ist der natürliche Lauf der Dinge oder der natürliche Trieb. Nee, ich denke, ich bin da nicht gut drin. Nee, die Welt ist schon voll genug mit Menschen. Nein, ich möchte nicht an eine Familie gebunden sein. Also, Roger... Also, ich sehe das persönlich, denke ich, anders, aber Roger möchte auf jeden Fall eine große Familie. Ja, ich auch. Ich freue mich, dass du genauso denkst. Oder fühlst. Wir adoptieren einfach die Kinder. Dann können wir uns den lästigen Sex auch sparen, das passt schon. Vielen Dank, Roger. Ich freue mich wirklich, dass du vorbeigekommen bist. Du und die Kinder hatten eine großartige Zeit. Natürlich. Aber eigentlich habe ich Elliot gesucht. Nur so ganz nebenbei. Just saying. Aber der ist hier auch nirgendwo am Start, ne? Nö. Nö. Sam steht hier. Aha, gerade noch Penny, jetzt Sam. Sam, hast du mir was zu sagen? Dude. Du und... Guck mal gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Ah. Ja, meine Schuhe, ne? Die scheinen immer um diese Jahreszeit kaputt zu gehen. Guck mal, ein Zeh schaut schon durch. Ja, ich poke dir auch gleich mal irgendwo was hin, Mister. Wehe, du pokst meine Penny. Dann setzt es aber was. Die Penny poke nur ich und nicht mit meinem großen Zeh. Wir müssen an der großen Familie ja schließlich auch irgendwie arbeiten. Just saying. Okay, kein Elliot heute, das ist in Ordnung. Dann ist Mani vielleicht noch da? Gott, Shane. Shane? Roger, kannst du irgendwas tun? Er ist total zu. Wenn der Junge voll ist, ist der Junge voll. Shane, was...
Was ist nur los mit dir? Ich meine, alles, was du machst, ist in deinem Zimmer rumhängen und Bier trinken. Ja, du würdest das nicht verstehen. Ich mache mir Sorgen. Was ist dein Plan? Hast du jemals über deine Zukunft nachgedacht? Plan? Bin hoffentlich nicht mehr lang genug da, als dass ich einen Plan brauchen würde. Scheiß Welt hier. Jazz. Tut mir leid. Wir können da nicht intervenieren. Ah, Dienstag, die ist natürlich zur rhythmischen Sportgymnastik, natürlich.